Hi, ich bin Martin Föhn und das ist meine One-Minute-Homily zu minderwertiger Arbeit. Wenn du jetzt nicht lernst, wirst du eines Tages nur Toilettenreiniger. Das wurde mir mal als Kind gesagt. Und ich wollte natürlich nicht so minderwertige Arbeit machen. Doch ist es wirklich minderwertige Arbeit? Stellen Sie sich mal vor, die öffentlichen Toiletten würden nicht geputzt werden. Oder die Teller im Restaurant nicht abgewascht werden. Nicht gerade eine angenehme Vorstellung. Sind das also wirklich minderwertige Arbeiten? Jesus selbst wäscht seinen Jüngern die Füße. Für andere Menschen da zu sein und sich nicht zu schade zu sein für die kleinen Arbeiten, das lehrt uns Jesus. Und wer diese kleinen Arbeiten aus Liebe tun kann, der erlebt Befreiung. Denn er sieht plötzlich nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen das Nützliche, das Wertvolle und das Schöne.